So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Ich habe noch ein bisschen was getan nach der letzten Folge. Nimm ja alle vier am Stück auf für die Woche, weil ich unter der Woche beim Arbeiten bin. Und wie ihr seht, hier stehen zwei Extraktoren, gell? Keine Angst, ich habe keinen ohne euch gebaut. Ich war nämlich noch offscreen hier beim Kobalt. Hab das alles mitgenommen. Und das ist der Extraktor vom Alu. Das werden wir jetzt alles leerräumen und so weiter. Und dieser Alu-Extraktor kriegt einen neuen Standort. Den packen wir hier runter. Weil ich sag mal so, das ist die Hälfte der Strecke hier runter, als wenn wir hier rüber marschieren. Haben wir hier Kobalt, hier Alu. Ist, glaube ich, für uns deutlich angenehmer. Und können wir auch schneller mal rüber switchen. Und bis dahin kann er hier ein bisschen Eisen produzieren. So, jetzt müssen wir allerdings kurz gucken. Jo, hier ist. Ah ne, ich habe noch Kohle in der Tasche, genau. So, bis auf eine alles raus. Dann lassen wir mal hier das ganze Kobaltzeug durchlaufen. Und das ganze Alu. Dann haben wir hier nämlich auch mal wieder ein bisschen was auf Vorrat. Eisen haben wir nämlich auch schon ein bisschen was, was wir durchschmelzen können. In den Extraktor habe ich selber noch gar nicht reingeguckt. Rein, du kommst raus. Bis Kobalt, du kommst hier runter. Ah, da haben wir noch mal eins. Steine können wir natürlich hier gleich wieder in der Kiste auffüllen. Und dann machen wir noch schnell den Alu-Extraktor leer. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, wo die ganze Zeit die Wambis in unser Dorf kommen. Es ist tatsächlich von der Wasserseite aus, wie ich es mir schon fast gedacht habe. Da haben wir ja das Problem. Mal schauen, ob wir hier noch schnell rein ins Eisen. Ja, geht. Da haben wir ja das Problem gehabt, dass wir hier nicht zumachen können mit Zäunen. Jetzt haben wir aber eine andere Möglichkeit. Wir könnten hier rüber mit Foundations zumachen. Das habe ich schon mal probiert. Die dann aufwerten und ein Zäunchen drauf machen. Wie bitte? Wo bist du? Dann wäre nämlich die Seite einfach schon mal zu. Aber, naja. Dann wäre halt hier der Steg ein bisschen versetzt. Wir könnten dann theoretisch sogar hier noch einen kleinen Anbau machen. Vielleicht sogar aus Glas. Mal schauen. Und schauen, dass wir hier vielleicht eine Treppe runterkriegen, dass wir hier dann auch wieder rauskommen. Müssen wir aber erst ausprobieren. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Ach so, Nebensache noch. Ich habe auch zwischen den Folgen unsere Bretterlager, Holzlager, Sticks. Alles wieder aufgefüllt. Hier draußen auch. Hier komplett Brennholz wieder. Da vorne ist alles voll. Der hier ist voll. Dass mal optisch wieder ein bisschen was da ist. Im nächsten Schritt wird auch hier unsere Feuerecke hier unten einziehen, wo sie eigentlich reingehört. Dann wird das Eck hier auch wieder frei. Vielleicht ziehen wir dann auch die Foundation hier komplett durch bis vor. Mal gucken, vielleicht wird es dann auch hier auch nochmals eins verlängert, dass wir hier nur noch eine Eingangstreppe haben für das Ganze. Müssen wir mal schauen. Die Ölpumpe kriegt auf jeden Fall auch noch einen neuen Ort. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt. So, dann können wir jetzt hier erstmal die ganzen Alus mal raus, Kobalt raushauen. Machen dann gleich mal eine Runde Alu. Das Regal ist voll. Gut, mehr habe ich gerade nicht in der Tasche, oder? Ja, reicht auch. Das restliche Alu packen wir dann hier auch gleich mit rein. Die Kohle. Das muss der Sand hier auch raus. Die trockenen Ziegel auch. Dass unsere Kohlekiste eine Kohlekiste bleibt. Aber hier ist auch bloß Kohle drin. Weißt du was? Ich würde am liebsten jetzt hier die untere Kiste rausnehmen. Und dann stellen wir die zweite Kohlekiste auch zu der ersten Kohlekiste. Eben, eine Kiste finde ich auch cool.
So, da sind dann unsere anderen Sachen drin. Steine packen wir hier wieder mit rein. Jetzt haben wir natürlich Sand und das ganze Zeug noch übrig. Wie schaut es hier aus? Ihr seid voll, oder? Ja. Packe ich jetzt den Sand hier mal zwischen. Wir brauchen unbedingt mehr Kisten. Hilft nichts. Die trockenen Ziegel packen wir jetzt hier einfach mit rein. Da haben wir auch noch mal Kohle. Da haben wir eine Glaskiste. Also Kohle haben wir wirklich jetzt all mass. Das ist heftig. So, weiter geht's. Genau. Wir können gleich mal hier nach draußen fahren gemeinsam. Da seht ihr es nämlich schon. Ich habe hier ein bisschen geholzt mit der neuen Axt. Macht richtig Laune, muss ich echt sagen. Und vor allem, wenn ihr seht, von dem großen Baum hier den ganzen Hang entlang bis davor. Alles abgeholzt. Und genau das, was ihr jetzt an der Axt seht, hat es verbraucht. Da habe ich davor locker 3 bis 4 Steinäxte gebraucht. Und die hat gerade mal ein Viertel weg. Also lohnt sich auf jeden Fall der Materialaufwand. Ja, das Holz können wir, kriegen wir auf jeden Fall auch weg. Brauchen wir ja hier zum Bauen. Können wir auch gleich den Wagen hier hinstellen. Aber ich würde als allererstes ganz gerne mit euch den Extraktor. Ach, den lassen wir jetzt erst noch drin. An seinen neuen Standort bringen. Ja, wir haben Durst, aber das ist kein Problem. Da müssten wir jetzt theoretisch einfach nur geradeaus hochmarschieren. Ja, nicht ganz, ein bisschen schräger. Und einfach durchsprinten. Sollten wir direkt an den Spot kommen, dann haben wir unser Alu, wie gesagt, auch näher an unserer Base. Und dann bauen wir bei uns ein bisschen weiter, schauen, was uns noch fehlt, was wir aufbauen müssen. Nachdem ich jetzt nicht weiß, was das war, aber ich schätze, dass das ein Wolf ist, ist mir das vollkommen egal. Ich sprinte weiter und hoffe, dass er aufgibt. Wolf ist weg. Also die Ausdauer, dass wir die hochgepusht haben, hat sich rentiert. Aber mal richtig. Da können wir sogar dem Wolf davon rennen. Optimale Sache. Und wir haben hier nämlich auch schon mal ein bisschen gefarmt. Ich weiß auch nicht, warum wir den nicht an den Spot hier gestellt haben. Aber jetzt lassen wir mal hier. Unsere kleine Base oder Anfang von unserem kleinen Lager bei der alten Alu, bei unserem alten Alu-Vorkommen, habe ich stehen lassen, weil eventuell setzen wir da mal noch einen zweiten Extraktor hin. Können wir allerdings auch hier. Soweit ich weiß, ist das nicht begrenzt worden. Oder vielleicht bauen wir da auch mal irgendwann was. Mal gucken. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder fit. Der Extraktor läuft. Ich schaue lieber nochmal. So an. Ja. Extraktorlein läuft. Wir können zurück. Und schauen mal, was wir mit unserer Absperrung machen. Weil ich hätte ja schon irgendwie Lust, dass unser kleines Lager komplett abgeschlossen ist. Dass diese Säckel nicht immer bei uns im Lager direkt drin rumrennen. So, kommen wir hier direkt hoch. Jo. Da wäre noch eine Melone gewesen. Das sind also die neuen Felsen, oder wie sehe ich das? Aber früher bin ich doch hier einfach hochgekommen. So, Ausdauer ist top. Wir sprinten natürlich. Oh, weißt du? Volle Lotte durch. Und haben im Hinterkopf, da war vorher ein Wolf. Der wird wahrscheinlich immer noch da sein. Aber, wie gesagt, wenn wir nicht gleich sehen, sprinten wir einfach durch.
unsere Base? Wisst ihr? Das geht viel schneller. Also der Rückweg war jetzt dreimal schneller wie der Hinweg. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Also gefühlt war der Rückweg schneller. Okay, trotzdem egal. Geil. Finde ich gut, ist glaube ich für uns wesentliche Erleichterung. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Holz mit vor. Und dann bauen wir hier ein bisschen um. Beziehungsweise gucken wir mal, ob wir vielleicht heute noch eine Solaranlage hinkriegen. Ich glaub, Geländer müssen wir nämlich auch nebenbei bauen. Hier haben wir alles fertig, oder? Bis auf den Kühlschrank. Tisch haben wir, genau, das passt. Hier müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen umstellen, aber da überlegen wir uns erst noch wie. Oder vielleicht kommt der auch dahin. Komm mal mit. Ich glaube so, oder? Ja, so kommt es, glaube ich, ganz cool. So, jetzt ist hier das Alu durch, oder? Perfekt. Dann schmelzen wir gleich den Rest noch ein. Wenn wir Alu hatten, wir hier hinten. Vielleicht kriegen wir jetzt doch endlich mal ein bisschen Lager aufgebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bleibt eins übrig. Wurscht, können wir dann mit dem Eisen schmelzen, auch kein Problem. Da haben wir auch noch eins übrig. Die Steine füllen sich auch wieder von selber. Perfekt. Genau, hier schaut alles jetzt. Das ist der Wagen da draußen. Wir machen hier jetzt mal das Tor zu. Und ich denke, wir kümmern uns jetzt als allererstes mal hier drum. Dass wir hier endlich zu haben. Weil ich habe es extra getestet. Hier kann ich es quasi machen. Ich weiß zwar nicht, warum ich Foundations hinsetzen kann. Nee, jetzt, oder? Ich hatte das schon komplett zu mit Foundations. Kann ich die nur im Winter komplett durchsetzen? Ach komm, das ist jetzt aber bescheuert. Oder blockiert jetzt hier wieder irgendwas? Ist es auch mal kurz egal. Ist auf jeden Fall schon mal viel geschlossener wie vorher. Mal die Fischkiste, die stelle ich jetzt auch erstmal. Kommt jetzt mal hier rein. Weil ich muss hier das hier wegmachen. Die Lampe muss vorerst weg. Das Geländer könnten wir theoretisch lassen. Jetzt probieren wir es nochmal. Weil ich. Es war auf jeden Fall, wo ich es getestet habe zum Anzeichnen, ging das einwandfrei. Mit X kann ich die Höhe anpassen, aha. Das ist jetzt doof. Aber das geht auf jeden Fall. Da müssen wir halt vielleicht warten bis in den nächsten Winter. Können aber hier trotzdem bauen und vielleicht können wir hier vorerst mit einem Gitter zumachen. Wäre ja auch schon mal eine Möglichkeit. Dann ziehen wir jetzt hier mal gemeinsam unser Lagerfeuer um. Es kommt nämlich jetzt, wie es von Anfang an geplant war, hier rein. Habe ich noch eine Kohle einstecken? Nee, müssen wir aber dann drin holen. Dann kommen diese Trockenständer hier mit rein. Muss ich die jetzt echt so weit wegstellen? Okay. Weißt du auch nicht warum? Aber dann stellen wir die so hin. Eigentlich wollte ich noch ein... Ach, der muss leer sein. Gut, okay. Wollte ich da noch einen weiteren reinstellen? Na gut, so passt es ja auch. Eventuell stellen wir hier noch einen mit hin. Warte mal, das probieren wir mal. Wie schaut denn das aus, wenn ich das...
da einen hinfach und einen neuen noch bau. Essen, Trockenständer. So. Müssen wir jetzt, schaut es aber wahrscheinlich auch besser aus, wenn der gerade steht. Und dann setzen wir den hier rein, beziehungsweise können wir den so hinsetzen und dann noch einen weiteren platzieren. Hoffe ich. Weiß nicht, was hier blockiert. Irgendwas ist hier hinten. Wo das Ganze keine Lust hat. Aber wir können es natürlich auch so machen. Auch kein Problem. Wenn ich jetzt den vielleicht hier noch nebenhin kriege. Mal schauen, wie weit wir mit dem hier hinkommen. Liegt wahrscheinlich hier dran. Liegt den Pfosten. Aber jetzt ist es auch kein Thema. So, wenn er reinpasst, lass mal stehen. Dann haben wir hier 5 Ständer stehen. Theoretisch steht ein 4 reichen, gell? Komm, wir machen den da hinten raus. Stellen den rein. Ist zwar jetzt ein bisschen Organisation, aber mein Gott. Dafür würde ich allerdings hier so einen Holzständer wegnehmen. Würde den als optischen Zwecken hier mal mit hinstellen. Dass es halt auch rüberkommt wie ein Lager, wie es halt funktionieren soll. Müssen wir mal schauen, ob wir das Feuer noch ein bisschen besser ausrichten können. So. Das ist eigentlich unsere neue kleine Grillecke. Den Unterstand hier müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen. Ob wir den eventuell vielleicht hier oben irgendwo hinstellen oder einfach mal, Ahnung, was wir mit dem machen. Vielleicht kommt der oben dann auf die Grillfläche. Mal schauen. Wir stellen den jetzt einfach mal hier ab. Dieser Brennholz-Ding kommt hier auch noch weg, weil den finde ich dann hier auch nicht mehr so passend. Kommt da lieber hier hoch. Genau. Müssen wir allerdings hier auch noch ein bisschen umbauen. Die Treppe müssen wir auch abreißen. So, habe ich das so gemacht, da hatte ich es so, dass es ins Bild reinpasst, machen wir so, dann ändere ich die auch nochmal schnell. Und was mich gerade richtig wundert, dass es hier immer noch, dass noch kein Wambi kam. So wirklich. Wir haben letztes Mal alles viel schneller. So, und komisch, jetzt haben wir es auch komplett durchgekriegt. Kann mir auch bestimmt keiner sagen, warum das jetzt so ist. Aber es soll mir egal sein, hat er funktioniert. So, die Treppe muss allerdings auch nochmal weg. Und
Und dann sollte hier noch ein Fundament hin. Dann haben wir dieses Eck. Und jetzt ist die Frage, wo kommt unsere Treppe hin? Ich würde nämlich die fast sagen, dass wir die danach hier hinsetzen. Da kommen wir nämlich überall noch gut vorbei, können hier einen Zaun rummachen. Weil hier vorne. Obwohl, hier vorne hätten wir viel mehr Platz, gell? Kommt dahin. Kommt einfach dahin und fertig. Muss allerdings der Zaun auch nochmal weg. Aber das kriegen wir alles. Da werden wir dann natürlich auch mit ein bisschen Zäunen wieder arbeiten hier rum. Und hätte dann eventuell gedacht, dass wir das Ding kommen. Das nehmen wir auch weg. Stört mich jetzt. Denn ich wollte ja eigentlich so eine kleine Glaskuppel noch mit aufbauen. Und das, weiß nicht, irgendwie so als kleine Sitzgelegenheit oder so, lebt mich das ganz irrbitzeln. Mal gucken, was wir dann da draus machen. Aber ich glaube, das wäre ganz cool. Eine Tür reicht uns allerdings. Und natürlich hier kompletten Glaswürfel. Aber da müssen wir erst fertig bauen. Zumindest ein Element. Und der Rest werden wir dann angleichen mit Eieiei, Karamba. Es passt ja so, wie es soll. Da kommen wir dann auch aus dem Wasser wieder raus. Dann muss ich allerdings schnell die Türe umplanen. Dann machen wir das aber anders. Dann machen wir hier eine Tür hin. Hier eine Tür hin. Und machen hier eine Glaswand hin. Hier so einen kleinen Durchgang. Vielleicht kommen hier noch ein paar Beete mit rein, so zum Handgießen. Oder bloß eine Sitzgelegenheit, eine kleine. Müssen wir mal gucken, was wir aus dem kleinen Räumchen machen. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Hier werden natürlich dann noch die Zäune draufkommen. Hier außenrum auch. Bis davor. Und dann würde ich sagen, ich schaffe das Material dafür ran. Mach die Geländer dann auch soweit fertig. Und dann sehen wir uns, denke ich, in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Konntet euch ein bisschen aus dem Alltag holen. Wir haben jetzt wieder ein paar neue Bauprojekte, kriegen wir schon so nach und nach hin. Wir können uns dann auch noch an den Strom wagen. Aber so ist, glaube ich, die finale Position von dem Ganzen. Natürlich, der Ölsauger kommt hier noch weg. Es ist klar. Der wird wahrscheinlich irgendwo hier hinten hinkommen oder vielleicht sogar hier rein. Müssen wir mal schauen, weil den Eisenextraktor bzw. Kupferextraktor hier vorne hätte ich hier auch gerne weg. Mal schauen, ob man den vielleicht, ob man das Ganze hier vielleicht so als kleines Industriegebiet ansiedeln. Industrieabteil. Aber da wisst ihr schon mal, was die Pläne sind. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Tipps und Tricks sind immer willkommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, ciao, ciao.